Imst verschenkt, eine Initiative gegen die Wegwerfgesellschaft. Bei dieser Plattform beteiligen sich im Tiroler Oberland und im Außerfern bald 30.000 Nutzerinnen und Nutzer. Der Initiator von Imst verschenkt, Daniel Seidner, will auch die Aktion Licht ins Dunkel unterstützen. Wie? Das hat der Radio Tirol-Reporter Bernhard Triendler erzählt. Wir haben uns gedacht, ja, wir möchten eine Initiative, ein Zeichen setzen für Licht ins Dunkel und haben ein wunderschönes Blumenbild von der Frau Dietlinde Bondlander bekommen, eine tolle Künstlerin aus Imst, und haben das auf unserer Plattform auf Facebook zur Versteigerung freigegeben. Momentan sind wir bei 400 Euro mit dem Gebot. Wir haben ein tolles Zuckerl noch oben drauf, und zwar haben wir einen Tanzkurs organisieren können, einen Discofox bei der Frau Barbara Grasnitzer. Und wir haben zusätzlich die Musikgruppe, die Musikapostel, organisieren können. Die sind dabei mit einer CD-Package und einer Tasche. Das alles gibt es zum Ersteigern. Wo gibt es das zum Ersteigern? Man kann das auf unserer Facebook-Plattform ersteigern. Das geht bis Sonntag, den 20.12.2020. Wer jetzt aber kein Facebook hat, kann mich auch telefonisch anrufen unter der Nummer 0660 700 1189 oder auch gerne per E-Mail unter imstverschenkt@gmx.at. Wir freuen uns auf jeden Anruf und wir würden uns freuen, wenn ein bisschen was zusammenkommt und dass wir gemeinsam eine Freude und ein Zeichen setzen können. Daniel Seidner, woher kommt dieses persönliche Engagement, dieses soziale? Ich habe im Lebensmittelbereich gearbeitet, habe gesehen, was da weggeschmissen wird, und mir hat es immer sehr geärgert und habe mir einfach Gedanken gemacht, was wir im Tiroler Oberland bewegen können. Und dann habe ich meine Idee niedergeschrieben und habe nachher vor 3 Jahren das Projekt gegründet. Zielsetzung ist es einfach, gegen die Wegwerfgesellschaft entgegenzuwirken und einkommensschwachen Familien, alleinstehende Personen schnellstmöglich weiterzuhelfen, die was wirklich verschiedene Probleme haben, können sich bei uns melden und wir helfen dann schnellstens und unproblematisch weiter. Also Imst verschenkt, eine wirklich bemerkenswerte Initiative, die auch Licht ins Dunkel und somit Tiroler Familien, die unverschuldet in Not geraten sind, mit einer Bildversteigerung unterstützt. Versteigert wird ein Bild der Malerin und Schriftstellerin Dietlinde Bondlander, wir haben es gehört. Informationen dazu finden Sie auch im Internet unter Imst verschenkt.